Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schaut mal, ich habe mal wieder ein bisschen Cumin dabei. Ich habe ja aus der Battle Force SWAT Serie schon zwei Sets gezeigt. Diesmal habe ich eins aus der Mine City Serie. W1935, 608 Teile, kostet so roundabout 25 Euro im Markt. Zusätzlich Versandkosten, wenn ihr es euch zuschicken lassen so wolltet. Hat vier Minifigürchen dabei und zwar, ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Griff, oder? Also Cumin, also Vulcano, Rattlesnake, Gale und Aether als die Guten. Ja. Aether ist auch neben nochmal formatfüllend auf der Seite drauf, unten ist nichts. Und die Rückseite, man sieht es hier vorne schon, hier Play Action Feature, yeah. Und auch auf der Rückseite sieht man so ein, zwei Sachen. Eine coole Information finde ich, dass der ganze LKW seitlich aufmachbar ist, irgendwie zum Bespielen. Ah, ist ein schönes Spielset, würde ich sagen. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, schauen wir mal. Wo machen wir es am besten auf? Oh, das ist zugepanzert hier. Aber nur mit Heißkleber, wie ich sehe. Ja, die Sets werden nice to meet you. Die werden ja eh entsorgt. Gut gefüllter Schuber. Etwas dickere Anleitung, klar. Hab ja jetzt ein paar mehr Teile. Wir haben 5 Tüten, die auch durchnummeriert sind von 1 bis 5. In riesengroßen Buchstaben, genau, in riesengroßen Zahlen. Und 1. Und eine Anleitung. Anleitungen lassen sich einfach aus der Perspektive deutlich besser zeigen. Da haben wir nochmal das Karton-Design vorne auf dem. Auf der Anleitung drauf, auch hier wieder so ein bisschen Play-Feature, jede Menge Feuer und Blitze. Wir haben einen Stickerbogen, geht ab, ist subi. Das Papier ist recht dick. Also ich weiß nicht, wie die Aufkleber in ein, zwei Jahren aussehen von Cumin, aber auf den ersten Blick ist die Optik wirklich cool. Also sieht sehr, sehr hochwertig aus, für einen Sticker halt, klar. Wir schauen nachher mal, ob die Farben zu den blauen Steinen passen. Ich gehe mal von aus, sie werden dunkler sein, zumal die Slopes nebendran vermutlich matt sind, so wie es hier aussieht. Wir schauen mal. Im Prinzip ist das ein Set für Kinder. Dem Kind ist das vollkommen wurscht, ob der Aufkleber eine Farbabweichung hat. Jo, also hier haben wir Bauschritt 1, da bauen wir die vier Minifigürchen, die Rampe für das kleinere Fahrzeug. Und das Chassis von dem Polizeifahrzeug. Ja. Wir haben wieder Aufteilung in Buchstaben. A, 1 bis A3, wie lustig. Da bauen wir diese kleine Rampe. Dann haben wir B, wo wir das Fahrzeug bauen. Haben wir bei dem großen Set vielleicht sogar noch ein C? Ja, haben wir auch. Ich hab's doch im Gefühl gehabt. Ach, es gibt auch durchaus Bauschritte, die etwas umfangreicher sind von den Teilen her. Wunderbar. Ach ja, C ist das kleine Fahrzeug. Also B44, C22, 23 sind 67 und mit den 3 A-Schritten sind wir genau bei 70 Bauschritte für 600 Teile. Ja, ist halt ein bisschen ambitionierter. Ja, ich packe da mal die Teilchen aus. Und machen wir den ersten Bauabschnitt, würde ich sagen. Hm? Ja. Ich habe den ersten Bauabschnitt jetzt abgeschlossen. Ich habe 4 Minifigürchen gebaut, ein Chassis von einem Fahrzeug und eine kleine Rampe. Die Minifiguren, ganz kurz, die gucken wir uns nachher im Fazit etwas genauer an. Ich finde die klasse. Chassis haben wir gebaut. Mega stabil. Also mehrere Schichten Blades, große Blades übereinander. Bombig. Zur Qualität, die Steine sehen top aus. Wirklich top. Klemmkraft ist super.
Farbtreue. Ich meine, gut, ich habe nur Grau, Blau und Weiß bisher, aber passt alles. Zur Bautechnik. Es ist halt für Kinder gemacht, diese Bauschritte. Man kann sich die Hälfte davon sparen. Man baut halt die Blades übereinander, dann fängt man an auf einer Seite, tut die einzelnen Steinchen hier drauf, die Blades, die Seitenkarosserie, dann arbeitet man sich vor, baut dann das Cockpit und so zwischendurch baut man dann von der anderen Seite das entsprechende Gegenstück. Da hier aber alles symmetrisch ist, baut es einfach gleich zweimal. Alles, was ihr auf die eine Seite setzt, könnt ihr auch auf die andere Seite setzen. Abgesehen vom Lenkrad natürlich und vom Sitz, aber ein bisschen mitdenke ist hier auch nicht das Verkehrteste. Ihr wisst, was ich meine. Es funktioniert doppelt so schnell. Das Ding ist der Knaller. Habe ich noch nie gesehen, kannte ich nicht, weiß auch nicht, ob es das von Lego gibt. Wir haben hier eine kleine Rampe. Übrigens, die Slope-Qualität ist 1A. Könnte ich den ganzen Tag machen. Genial. Wir haben hier neben so ein kleines Element, da ist eine Feder drin. Da haben sie einen Stachel dran gesetzt. Das Ding sieht eigentlich so aus. Und hier haben wir so einen Auslöser, der gehört da dazu, weil der ist auch genauso ausgespart an der Stelle, dass das hier drüber passt. Und dann klappt man das runter. Das Ding rastet ein. Das Auto fährt hier auf die Rampe und dann wird das festgekrallt. Wir werden das nachher, sobald wir das Auto gebaut haben, natürlich überprüfen. Aber ich finde das geil. Das Gefühl ist auch richtig satt. Das Einrasten, das Klicken, das macht alles schon einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Ich finde das cool. Das ist der Knaller des Tages bisher. Mit dem Bauabschnitt Nummer 2 und 3 ist das Fahrzeug schon fast fertig. Wir haben jetzt nur noch das Dach zu bauen, das wir auch schon angefangen haben. Der Bauabschnitt hört merkwürdigerweise mittendrin auf. Aber wir haben das hier gebaut. Das zeige ich euch gerade mal. Kurz mal so rundherum. Diese transparenten oder Trans-Blue-Elemente sind der Knaller. Guckt euch mal die Qualität an. Im Gegensatz zu den anderen zwei Q-Man-Sets, dieses Battle Swat, irgend sowas. Ihr wisst Bescheid. Da war die Qualität nicht so gut. Die kleinen haben ab und zu ganz leichte Kratzer. Die anderen sind wirklich in einer super Qualität. Auch die Slopes hier neben wieder absolut astrein, sind nur meine Toucher drauf. Und hier haben wir halt diesen Käfig gebaut, wo der Gefangene drin sitzt mit einer Gittertür. Da davor sitzt, haben wir so einen kleinen Raum. Da sitzt einer drin, der den beobachtet. Der kann auch so Klappen aufmachen und kann daneben, ich mache nur beidseitig auf, dann fällt das Licht durch. Ha, super Idee. Und dann kann der da rausschießen oder zumindest gucken. Es ist ein Spielset. Wir gucken, er guckt natürlich. Ja, und das haben uns ging ruckzuck. Ist wirklich, die Bauabschnitte sind sehr, sehr klein gewählt. Ach, hier oben löst sich was. Und jetzt bauen wir noch das Dach fertig, die Luke hinten dran, die Cockpitabdeckung und setzen dem Ganzen ein paar Reifen drauf. Und dann sind wir mit dem Fahrzeug ja schon durch. Und damit hätten wir das Fahrzeug fertiggestellt. Ich finde, das sieht mega cool aus. Wir haben jetzt das Dach oben noch drauf gemacht. Ah, das schluckt mega Licht. Dieses Blau ist wirklich extrem dunkel. Sieht cool aus, wenn man die Fingerbatsche sich wegdenkt. Ihr seht es hier oben drauf. Ist natürlich Hölle. Aber ansonsten mega cool. Also, Dach gebaut. Hier hinten haben wir eine Klappe, können wir aufmachen. Hält auch einigermaßen. Ja, hält gut. Ich weiß nicht, wie lange, aber im Moment hält sie. Und wenn man das bespielen möchte, kann man auch das ganze Dach abnehmen. Hängt hier auf 4 Noppen. Ist eine schöne Sache. Dieses Dach besteht übrigens aus 3 Blade-Stärke. Ja, ein bisschen umbaute Luft in der Mitte unter den Paneelen. Aber das ist okay. Es ist mega stabil. Und dann haben wir hier vorne noch das Dach vom Cockpit gebaut. Kann man eine Figur reinstellen, weil sitzen können die Q-Man-Figuren ja nicht. Dach gebaut hier auch. Ihr seht, na, mit einer Hand schwierig. 4 Blade-Stärke. Mega. Also wirklich stabil. Sieht echt cool aus. Haben sie schön gemacht, muss ich sagen. Der Überhang hier vorne, keine Ahnung. Da hätte ich ja jetzt noch eine rote und eine blaue Noppe drunter gesetzt. Für als Blaulicht, wie auch immer. Ja. Würde ich machen, wenn es mein Set wäre. Aber okay. Ich bin ein Klugscheißer, ich weiß. Die Reifen.
Special hatte ich bisher noch nicht gehabt. Und zwar haben diese Gummis eine kleine Kante und die Felge eine kleine Ausbuchtung. Das heißt, es ist wichtig, wie rum ihr die Gummis auf diese Felgen zieht. Sonst habt ihr nämlich so, ja, so eine Beule im Reifen drin. Aber wenn ihr das merkt man eigentlich. Pferd. Das Ding ist mega stabil. Sehr, sehr schönes Spielset. Das fällt nicht beim ersten Kontakt irgendwo auseinander. Cool. Ja, dieses Play-Feature hier hinten kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also klar, man kann hier hinten das Ding abziehen, aber das hätte ich jetzt nicht so beworben. Aber ja, ich möchte es ja auch nicht verkaufen. Ja, schöne Sache. Ich finde es mega cool. Und zum Abschluss haben wir hier noch dieses kleine Fahrzeug gebaut. Mega stabil, große Blade drüber, diese Wannen für die Fahrzeuge, innen drin mit langen großen Bricks auch stabilisiert. Schöne Fensterscheibe in getönte Scheibe, nahezu kratzerfrei, echt super. Mega, also einfach konstruiert, super stabil. Ach, hier vorne vielleicht noch dieser Kuhfang mit den Zähnen hier vorne. Der wird mit so Bionicle-Armen hier unten gehalten. Der ist halt relativ flexibel und der wird auch mal abfallen. Aber er ist ruckzuck wieder dran gebracht, gar kein Thema. Die Grundkonstruktion dieses Fahrzeugs ist mega stabil. Fein. Und wie der jetzt gleich auf die Rampe fährt, das sehen wir im Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ich glaube, das halten wir heute relativ kurz. Ich habe euch ja alles gezeigt. Megaset, 25 Euro, genial, also ich habe da nichts zu meckern gefunden, gar nichts. Wenn man mit viel Willen unbedingt irgendwas zu meckern haben möchte, dann kann man die übertriebenen Play-Features erwähnen. Wir haben hier ein Unwetter, also sorry für den Donner, aber es liegt außerhalb meiner Macht. Dieses Bild, für mich sah das so aus, ob die Seite auf wäre, dass man das von der Seite auch richtig bespielen kann. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Darstellung, um zu sehen, dass da Interieur drin ist. Auch Wurst. Ach, wenn wir gerade gegenkommen, wir haben ein paar Ersatzteile übrig. Unter anderem 4 von diesen Gangschaltungshebeln mit 2x3 Blade, jede Menge Einzelteile, 1x1. Ach, alles gut und ein Teilbrenner. Auto, Rampe, Minifiguren, Minifigürchen. Ich finde die cool. Wir haben auf der bösen Seite Volcano den Punk, Rattlesnake irgendeine Dame, dazu Eda und Gel. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Und ich finde die Figuren geil. Uiuiui. Ich habe geil gesagt, da kam direkt von oben, ihr wisst Bescheid. Also ich blende euch kurz ein, ich blende euch ein Foto ein, wisst ihr Bescheid. Ich finde die mega cool. Ich finde die Drucke cool. Sie haben keine Armbedruckung, keine Beinbedruckung, aber sie haben Rückenbedruckung. Ist Standard. Soll ich sie kurz umdrehen? Ich drehe sie kurz um. Rückenbedruckung. Jetzt nichts Wildes, aber sie ist da, ist hübsch, alles gut. Jetzt stehen sie hier verkehrt rum. Auto. Kleines Autochen, kurz ausgemessen. Nichts Wildes. 15 cm lang. 7 cm breit, 7 cm hoch, 21 cm lang, 9 cm breit, 10 cm hoch. Aber das speziell ist schon ganz schön wuchtig. Das ist was zum Spielen, mega cool. Gut, wir fangen mit dem Kleinen an. Kurze Info zur Rampe, habt ihr gesehen, wir haben hier 2 Auslöser. Man soll hier drauf fahren. Dann hakt es hier ein und dann hängt das da in diesen Klammern drin. Mehr oder weniger stabil. Ist ein Spielset, ist okay. Wenn man hier noch eine Plate reinmacht, damit das ein bisschen enger zusammenkommt, ist es auch stabiler. Vollkommen ausreichend. Das Auto finde ich cool. Simpel gebaut, wenig Teile, aber stabil. Kann eine Figur rein. Ja. Es ist stabil, wenn man das ganze Auto nicht hinten an der Blade nimmt, die mit 4 Noppen festgemacht ist, dann ist das Auto auch stabil. Ich bin so. Sag mal,
Du willst mich aber jetzt hier triggern, oder? Also ganz ehrlich. Leute, glaubt mir, es ist stabil. ich liebe es. So, ich lasse es jetzt auch drin, dass ihr was zu lachen habt. Ich habe es jetzt immer weiter zerrupft. Gleich habe ich nur die Einzelteile in der Hand, weil ich mich einfach dusselig anstelle. Kein Nerv dafür, sorry. Bleibt so. Das fällt eh ab, das hat das Kind eh nach 3 Tagen verloren. Das ist das Hauptauto. Wir können hier das Dach abmachen, können das Cockpit besetzen, wir können hinten die Klappe auf und zu machen oder auch ganz abnehmen. Funktioniert einwandfrei. Wir haben hier neben die 2 Luken, die man aufmachen kann, auf beiden Seiten, und die 2 Türen, die schon offen stehen. Prima Sache. Gangster rein, Polizist rein, Klappe wieder zu. Super. So. Prima gemacht. Ich finde das cool. Also wie gesagt, ich habe jetzt nichts zu meckern, außer dass ich das, also das nervt mich jetzt, dass ich das zerstört habe, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen doof. Und ich weiß gar nicht warum. Das hängt halt hier mit den 2 Bionicle-Armen. So rum. Und das ist natürlich in dem Fall so die Sollbruchstelle. Also das kann ja nicht richtig stabil sein. Es ist halt Deko, gell? Aber das Auto an sich ist super. Zu erwähnen wäre noch, dass wir hier einen Flat Silber Motorblock drauf haben, obwohl der auf dem Bild grau aussieht. Kennen wir eigentlich andersherum. Man geht hier ganz neue Wege. Was sagt ihr zu dem Set? 25 Euro, 4 Figuren, 2 Fahrzeuge, 1 Play-Feature. Kann man jetzt nicht meckern, oder? Schreibt es mir unten drunter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Glembausteine verbinden.